94.000 Neuerscheinungen, warum ein Buch? Also, hallo erstmal. Ja, warum ein Buch? Ganz einfach, es war eine Inspiration, die kam so, nachdem ich aus dem Auszug aus einem Buch, was in der Zeitung veröffentlicht wurde, gesagt wurde, als Rockmusiker oder Popmusiker zu werden oder Popstar zu werden, müsste man hart arbeiten und man müsste 24 Stunden mit dem Schweiß seines Angesichtes eben kämpfen, um Musiker zu werden oder Popstar oder Rockstar. Und da fiel mir ein, dass es in meinem Leben nicht so war. Und da habe ich mir gesagt gehabt, das müsste ich eigentlich mal in einem Buch niederschreiben, was man eigentlich machen muss oder nicht machen muss, damit man seine Musik oder seinen Traum, den man im Leben hat, da muss es nicht unbedingt Rockmusiker sein, sondern eigentlich als Mensch, wie man, sagen wir mal, was für Gesetzmäßigkeit man anwenden muss, um sein Leben zu gestalten. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor Spaß. Viele Menschen lernen einen Beruf nach dem Motto, wie viel Geld verdiene ich da und ja, am besten sehr viel und. Vergessen aber diesen Punkt Spaß. Denn Spaß ist ein wichtiger Faktor. Wenn man an seinem Beruf Spaß hat, kommt das Geld ganz von selbst. Das hat mein Vater mir mal gesagt. Sehr schön, Gesetzmäßigkeiten sozusagen zu übermitteln. Auch in einer Leichtigkeit, wie es in dem Buch geschrieben worden ist. Das geht hier nicht in dem Buch nur, dass es ganz öde und ganz langweilig geschrieben wird, sondern da sind Storys von Scorpions drin, da sind Storys von mir drin, da sind Storys von anderen Menschen drin. Aber alle handeln irgendwie davon, von der Erfüllung des Glücks des Lebens und auch der Erfüllung in seiner eigenen Person. Denn was wir meisten vergessen, ist, dass jeder Mensch was Besonderes ist. Viele Menschen, die bringen sich selbst in die Position, dass sie immer glauben, nicht sein zu können. Und ihnen wurde auch erzählt, dass sie nicht sind. Das stimmt man nicht. Wenn jeder in sich hineinhört und herausfindet, was sein Besonderes in sich selbst ist und das auch gegen den Trend der Gesellschaft durchsetzt, dann wird er automatisch merken, dass er in seiner Persönlichkeit wächst und dass sein Bewusstsein wächst und seine Freude am Leben wächst. Und das müsste man in der Schule und auch im Kindesalter schon viel früher mal unterrichtet bekommen. Dann würde es in der Welt ganz anders aussehen. Rockmusiker ist eine riesengroße Welt, die eigentlich, wenn man, sagen wir mal, inspirativ und mit Spaß dabei ist, immer wieder neue Herausforderungen bietet. Und dafür steht Rock Your Life.